Ich lese als Predigtext die ersten 7 Verse der Weihnachtsgeschichte nach Lukas, Lukas 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Jesus, Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die Weihnachtsgeschichte des Lukas ist geschrieben aus der Sicht der kleinen Leute, die zum Zweck der Steuereintreibung beschwerliche Fußwanderungen auf sich nehmen müssen und dabei nicht einmal eine Herberge finden, selbst wenn eine junge Frau in die Wehen kommt. Aus der Sicht der Mächtigen ist das belanglos. Hauptsache, sie haben das Geld, in Palästen zu wohnen und die Soldaten zu bezahlen, die ihre Ausbeutung mit Waffengewalt sichern. Aber die Weihnachtsgeschichte verlässt diese Sicht der Herrschenden und ersetzt sie durch die Sicht derer, die unter dieser Herrschaft zu leiden haben. Das war etwas Revolutionäres, etwas Umwälzendes an sich. Wir nehmen das nicht mehr so recht wahr, weil das Christentum vor mehr als 1600 Jahren eine staatstragende Funktion bekam. Danach konnten Christen die Mächtigen nicht mehr so recht kritisieren. Die Weihnachtsgeschichte soll seither als Idylle unser Herz erwärmen, nicht unseren Widerstand anfachen. In der Schriftlesung haben wir aber gehört, dass Jesus den Mächtigen gegenüber noch kein Blatt vor den Mund genommen hat, wenn er nüchtern feststellt: Ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten ihre Völker niederhalten und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Wörtlich übersetzt sagt Jesus: Sie missbrauchen ihre Macht. Das ursprüngliche griechische Wort dafür kommt praktisch nur im Neuen Testament vor. Im übrigen Griechisch leistet man sich solch ein Bewusstsein für Machtmissbrauch nicht. Aber Jesus nennt die Dinge beim Namen. Es erscheint irgendwie logisch, dass die römischen Machthaber ihn am Kreuz mundtot machen wollten. Das ist ihnen ja vordergründig auch gelungen. Aber es ist ihnen nicht gelungen, die Botschaft Jesu zum Verstummen zu bringen, nämlich die Welt aus der Sicht der kleinen Leute, aus der Sicht der Ausgebeuteten und Unterdrückten zu sehen. So hat die Weihnachtsgeschichte bis heute nichts von ihrer politischen Sprengkraft verloren, wenn wir sie nicht bloß als Idylle lesen, sondern uns massenhaft dieser Sichtweise von unten anschließen. Nach dem Tod Jesu war eben nicht alles aus. Die kleine Schar der Jüngerinnen und Jünger Jesu bekam großen Zulauf, weil sie die frohe Botschaft nicht nur predigten, sondern lebten. Sie begannen in Erinnerung an die gemeinsamen Essen mit Jesus bei ihren Zusammenkünften Nahrung so zu teilen, dass auch die Armen unter ihnen satt wurden. Aus dieser Urerfahrung entstand die christliche Kirche. 3 Jahrhunderte lang hat sie sich diese Solidarität mit den Schwächeren und eine kritische Distanz zur Machtentfaltung der Herrschenden bewahrt. Und wir sind heute aufgerufen, nach langer Enthaltsamkeit zu dieser ursprünglichen kritischen Begleitung der Mächtigen zurückzukehren. Was ist zu tun?
Wir müssen den Mammon, den größten Götzen dieser Welt und Gegenspieler Gottes, entlarven, wo immer er uns begegnet, und ihm die Gefolgschaft versagen. Denn wir können nicht Gott und dem Mammon zugleich dienen, das sagt uns Jesus unmissverständlich. Der Mammon, die zerstörerische Kraft des Geldes, des Kapitals, bezahlt die Kriege dieser Welt. Er begegnet uns in ausbeuterischen Arbeitsprozessen und er begegnet uns in der Gier, mit der in öffentliche Kassen gegriffen wird, zur Bereicherung großer Industriekonzerne. Er verbreitet die neoliberale Ideologie, nur wenn die wirtschaftlich Starken und Mächtigen hohe Profite machen, könne es den kleinen Leuten irgendwann einmal auch gut gehen. Weil dieser Ideologie immer noch von vielen geglaubt wird, stehen wir heute hier in der schlimmen Vorahnung, dass dieser Park bald dem Mammon weichen muss. Heute Morgen ist mir am Parkgang am Bahnhof ein Bettler begegnet, der vor 20 Jahren Abitur gemacht hat. Er sagte, er sei für Stuttgart 21, weil das Kaufkraft in die Region bringe. Ich habe ihn dann gefragt, wer hier wohl arbeiten wird für Hungerlöhne. Er sagte dann, ha, Ausländer. Als wir uns verabschiedeten, sagte er, das müsse er jetzt erst mal verarbeiten. Vielfach erscheint der Mammon anonym als ein System, das nicht greifbar ist. Aber manchmal bekommt der Mammon ein Gesicht, etwa als Josef Ackermann an jenem Sonntagabend im September 2008 von unserer Kanzlerin und unserem Wirtschaftsminister ganz schnell weit über 100 Milliarden Euro abgepresst hat, mit der Behauptung, es gäbe keine Alternative zur Rettung der Hyper-Real Estate und der Bankenwelt. Der Mammon erhält auch Gesichter, wenn neoliberale Politiker und Bahnmanager die größte Grundstücksspekulation in der Geschichte Stuttgarts als segensreiches Bahnprojekt anpreisen. Viele unter uns haben sich nach dem Volksentscheid am 27. November gefragt, ob es bei diesen Mehrheitsverhältnissen noch einen Sinn hat, sich weiter für den Erhalt des Kopfbahnhofs und gegen den Tiefbahnhof zu engagieren. Allen, die in dieser Frage schwankend geworden sind, möchte ich zu bedenken geben, dass Stuttgart 21 nur eines von vielen Mammonsprojekten ist, gegen die schon lange gekämpft worden ist und gegen die noch lange gekämpft werden muss. Das Lohndumping der letzten 20 Jahre, der Umgang mit den Arbeitslosen, unsere jüngst wieder rasant gestiegenen Waffenexporte, die trotz aller Risiken betriebenen Kernkraftwerke, die derzeit von EU-Kommissar Oettinger neu propagiert werden, trotz Tschernobyl und Fukushima. Die Euro-Rettung, die wieder einmal nicht von den Superreichen, sondern von den kleinen Leuten bezahlt werden soll, wie einst bei Maria und Josef. In diese zerstörerischen Entwicklungen ist Stuttgart 21 eingebettet. Auch wenn wir die bittere Erfahrung machen müssen, dass dieses Projekt doch noch finanziert wird und unsere düsteren Prophezeiungen über dieses Projekt wahr werden, wird unser christlicher Widerstand gegen den Götzen Mammon nicht aufhören dürfen, so wenig die Botschaft Jesu vom Reich Gottes durch seinen Tod verstummt ist. Lasst uns nicht müde werden, die Mängel dieses Mammonsprojekts anzuprangern, wo immer sie sichtbar werden. Und nicht nur dies. Überall, wo der Mammon sein Zerstörungswerk anrichtet, bei den Waffenexporten, wie beim Lohndumping oder der Kernkraft, lasst uns unseren Mund aufmachen und unsere christliche Solidarität bewähren mit den Arbeitslosen, den Opfern von Landminen oder den Kernkraftgeschädigten. Die Weihnachtsgeschichte lehrt uns, die Welt aus der Sicht der Opfer zu sehen. Je mehr Menschen unter uns diese Sichtweise übernehmen, umso mehr nähern wir uns dem Reich Gottes der Liebe und der Gerechtigkeit, das uns das Kind in der Krippe verkündet. Das Kind in der Krippe will uns Mut machen,
auf dieses Reich zuzugehen. Amen. Wir wollen nun das nächste Lied singen auf unserem Liedblatt, weil Gott in tiefster Nacht erschienen. Wir Menschen brauchen Zeichen. Zeichen, die oft mehr ausdrücken können, als Worte sagen. Und wir haben viele Zeichen gesetzt in den letzten 2 Jahren und darüber hinaus. Ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt ein Zeichen geben. Ein Zeichen der Verbundenheit miteinander. Ein Zeichen für den Frieden, ein Zeichen für den langen Atem, den wir alle brauchen. Deshalb lade ich Sie ein, dass wir einander die Hand reichen und den Frieden wünschen. Oder auch frohe Weihnachten, was eigentlich nichts anderes heißt als der Friede sei mit euch. So können wir uns gemeinsam stärken und uns miteinander verbinden.
Ja, und so wie wir jetzt gerade die Weihnachtsbotschaft ganz lebendig miteinander erlebt haben, können wir es immer wieder miteinander erleben, indem wir Menschen aufeinander zugehen, aufeinander Acht haben und einfach, wenn es dunkel wird, miteinander Licht teilen. Ich habe Ihnen eine Geschichte mitgebracht, vielleicht kennt die eine oder der andere sie, wo das auch auf eine ganz besondere Weise deutlich wird. Schon als kleiner Junge hatte ich meine Eltern verloren und kam mit 9 Jahren in ein Waisenhaus in der Nähe von London. Es war mehr ein Gefängnis. Wir mussten 14 Stunden am Tag arbeiten, im Garten, in der Küche, im Stall und auf dem Felde. Kein Tag brachte eine Abwechslung. Und im ganzen Jahr gab es für uns nur einen einzigen Ruhetag. Das war der Weihnachtstag. Da bekam jeder Junge eine Mandarine zum Christfest. Das war alles. Keine Süßigkeiten, kein Spielzeug. Aber auch diese eine Mandarine bekam nur derjenige, der sich im Laufe des Jahres nichts hatte zu Schulden kommen lassen und immer folgsam gewesen war. Diese Mandarine an Weihnachten verkörperte die Sehnsucht des ganzen Jahres. Und so war wieder einmal das Christfest herangekommen. Aber es bedeutete für mein Knabenherz fast das Ende der Welt. Während die anderen Jungen am Waisenhausvater vorbeischritten und jeder seine Mandarine in Empfang nahm, musste ich in einer Zimmerecke stehen und zusehen. Das war meine Strafe dafür, dass ich eines Tages im Sommer aus dem Waisenhaus hatte weglaufen wollen. Als die Geschenkverteilung vorüber war, durften die anderen Knaben im Hof spielen. Ich aber musste in den Schlafraum gehen und dort den ganzen Tag über im Bett liegen bleiben. Ich war tief traurig und beschämt. Ich weinte und wollte nicht länger leben. Nach einer Weile hörte ich Schritte im Zimmer. Eine Hand zog die Bettdecke weg, unter die ich mich verkrochen hatte. Ich blickte auf. Ein kleiner Junge namens William stand vor meinem Bett, hatte eine Mandarine in der rechten Hand und hielt sie mir entgegen. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Wie sollte eine überzählige Mandarine plötzlich herkommen? Ich sah abwechselnd auf William und auf die Frucht und fühlte dumpf in mir, dass es mit der Mandarine eine ganz besondere Bewandtnis haben musste. Auf einmal kam mir zu Bewusstsein, dass die Mandarine bereits geschält war. Und als ich näher hinblickte, wurde mir alles klar. Die Tränen kamen in meine Augen und ich hatte die Hand ausgestreckt, um die Frucht entgegenzunehmen. Und da wusste ich, dass ich fest zupacken musste, damit sie nicht auseinanderfiel. Was war geschehen? 10 Knaben hatten sich im Hof zusammengetan und beschlossen, dass auch ich zu Weihnachten meine Mandarine haben müsse. So hatte jeder die seine geschält und eine Scheibe abgetrennt
und die 10 abgetrennten Scheiben hatten sie sorgfältig zu einer neuen, schönen und runden Mandarine zusammengesetzt. Diese Mandarine war das schönste Weihnachtsgeschenk in meinem ganzen Leben. Ich lade Sie nun dazu ein, nicht eine Mandarine zu schälen und zu teilen, sondern eine Clementine. Es gibt einen Fortschritt in der Geschichte. Es gibt jetzt Clementinen ohne Kerne, die sich auch noch leichter schälen lassen. Ich weiß nicht genau, wie viele wir sind, aber wir haben 150 Clementinen hier vorne und wir sind 10 Leute, die jetzt 10 Körbe verteilen. Bitte nicht die Bläser vergessen und auch die Techniker da hinten nicht. Und überhaupt nirgends soll jemand keinen Clementinenschnitz nachher bekommen haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir bei der Zahl zu viert uns eine Clementine teilen können. Einer müsste sie 18 schälen und sie dann verteilen. Wenn Sie jetzt, ja, Sie dürfen schon mal ganz vorsichtig so in der Richtung ausschwärmen, meine Freunde. Diese süße und belebend frische Frucht, achtsam miteinander zu essen, sei uns Sinnbild dafür, der vor uns liegenden schweren Zeit unbedingt gemeinsam entgegenzugehen. Wir brauchen uns gegenseitig als gute und ehrliche Zuhörerinnen und Zuhörer und mitunter auch als Ermutiger, Ermutigerinnen mit einem guten Wort, das uns sagt, bleib fest, aber unbedingt friedlich. Nur dann bleiben wir oben. Wir können und müssen uns gegenseitig helfen, nicht die Nerven zu verlieren. Wenn wir mit ansehen müssen, wie mit staatlicher Gewalt dieser Teil des Schlossgartens beseitigt wird. Wir essen gemeinsam in einem Gottesdienst, was wir jetzt sozusagen schon tun, weil es mehr Kraft kostet, als wir uns selbst aus uns heraus zur Verfügung hätten. Zu unseren Überzeugungen zu stehen, auch wenn diese nicht respektiert werden. Dass es keinen Kombi-Bahnhof geben soll, bis zum heutigen Tage wenigstens, ist so ein mangelnder Respekt vor über 40% derer, die diesen Bahnhof eigentlich gern als K21 modernisieren würden, weil er seit über 20 Jahren ja nicht gerichtet wird, so wie man eigentlich verantwortlicherweise ein Bauwerk, ein öffentliches Bauwerk richten sollte, wenn es kaputt geht. So helfe uns dieses gemeinsame Liebesmahl hier und heute dazu, trotz allem bei Trost zu bleiben. Gott stärke unsere Besonnenheit und lasse uns nicht auf etwaige unverhältnismäßige Maßnahmen der Staatsgewalt mit Gewalttätigkeit gegen Sachen oder Personen antworten. Wir sammeln nachher die Schalen der Clementinen wieder ein, genauso wie wir verantwortungsvolle Vorschläge zu einer sauberen Verkehrspolitik machen. Der Herr segne unsere liturgische Ermutigungsmahlzeit und tröste uns mit seinem Wort aus dem Paulusbrief
2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und nun möge Parklech noch spielen.